Früher gab es eben sowas wie Staatshaftung, ist ja alles abgeschafft, also der Beamte haftet eben privat. Lass das mal noch draufschreiben, dass du gerne zahlungswillig bist, auf diesem Zettel, und nur wenn ordentliche Unterschriften drunter sind. Und du hast ja auch keine Ausfertigung bestellt. Da gibt es Urteile, dass du ja... Nein, das, ich will das ordentliche, genau. Den ordentlichen Beschluss. Das wurde ja aber vorher schon gesagt. So, wenn es im Gesetz steht. Er kommt und nötigt dich jetzt hier. Wir haben das auch mal recherchiert bei den Gerichten. Also die Rechtspfleger haben regelmäßig keine Zeit, immer die Akte zu schauen, ob das Original drin ist. Das wird also so. Die haben also solche Berge, wenn ich halt zwischen... Rechtspfleger sieht das Ding gar nicht. Ich meine, wer das abstempelt, der müsste ja prüfen, ob eine Akte die Unterschrift ist. Aber das wird regelmäßig nicht prüft. Das ist die Dame, die da unten drunter ausgefertigt hat. Die, wie gesagt, der Rechtspfleger kriegt die Sache nicht zu Gesicht. Wenn das ist auch der Fettenfirma gewesen sein, und Sie wollen dafür Geld. Nee, lass dir das noch bestätigen und drunter schreiben. Das ist noch ganz wichtig. Doch, ich mache das gerne, aber es hat keinerlei, sag ich mal... Doch, bevor es irgendwann vergessen wird. Ich würde das drunter schreiben. Ich hab keinerlei Probleme, das aufzuschreiben. Das ist ja doch, das ist wichtig. Es ist ja ein Unterschied, ob man jemanden will. Man sagt, ich will nichts bezahlen oder ich will bezahlen, wenn die Rechtsgrundlage stimmt. Der Klient oder wie es auch immer nennen, der Schuldner, bin kein Schuldner. Herr Köpfitz, schreibt Herr Köpfitz, wenn Sie Schuldner schreiben, kriegen Sie eine Anzeige wegen Verleumdung. Ich darf also nicht Ihr Haus weiter durchsuchen, Herr Köpfitz. Das wollen Sie denn da finden, gucken Sie sich darum, meine Frau ist schwer krank, Geld ist keines da. Das wollen Sie denn ja finden. Darum geht es, es ist einfach nur, dass Sie mich aufklären über Ihre wirtschaftlichen, persönlichen Verhältnisse. Sehen Sie doch, muss ich da noch was erklären? Es ist ganz einfach. Ich bin seit einem Jahr zu Hause, weil eine Frau pflegebedürftiges wuselig Geld hernehmen. Da bekomme ich nicht auch mein Geld. Ich friste gerade mal so, dass es reicht. Ich lebe vom Kindergeld, vom Krankengeld meiner Frau und vom Pflegegeld. Das ist alles. Wollen Sie das kämpfen? Nochmal zur Verdeutlichung. Dieser Durchsuchungsbeschluss existiert ja nur, weil Herr Kottmitz ja prinzipiell an der Tür mal gesagt hat, das, was wir jetzt hier schon erörtert haben. Das ist ein gutes Recht im Prinzip. Ja, ja. Es ist ja unbestritten. Wie gesagt, das ist ja kein Problem. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, damit kann ich logischerweise ich und auch die Gläubiger, ob nun rechtmäßig oder nicht, weiß ich, sehe es jedenfalls als rechtmäßig an, nichts anfangen, logischerweise. Ich soll mich ja laut Gesetz, was Sie ja, sage ich mal, in Abrede stellen, nicht nach fändbarer Habung gucken, soll die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse von Herrn Kottwitz ermitteln. Wenn er das natürlich nicht freiwillig macht, einfach jetzt nur so diesen Ablauf, ja, okay, damit Sie mal wissen, wie sowas entsteht. Wenn er das natürlich freiwillig nicht macht, entweder er sagt mir, haut mir nur die Tür von der Nase zu, wie es schon passiert ist, verschwinden Sie von meinem Grundstück. Gibt der Unzulässigkeit der Wohnung, dann muss der Richter das ausheben, gibt einen Richtervorwahl, § 81 Absatz 1, genau, Prozessordnung. Und so weiter und so fort. Deshalb bin ich ja dann weiter. Die Sache an sich, dieser Vollstreckungsauftrag, ist ja dann somit unerledigt, weil ich habe für den Gläubiger nichts erreicht. Verstehe ich, natürlich. Keine Frage. Also komme ich weiter eigentlich nur mit dem Durchsuchungsbeschluss, wo ich sagen kann, ich gucke mich in der Wohnung um, mache dann Schränke und Schubladen auf, worauf ich dann Unterlagen finde, wo ich dann eventuell einen Arbeitsvertrag finde, Kontos, okay, Lebensversicherung und so weiter. Deshalb ist der Durchsuchungsbeschluss nah. Dann bin ich verpflichtet, mich nochmal anzukündigen und zu sagen, ja, Kottwitz, ich habe jetzt den Durchsuchungsbeschluss, Sie haben jetzt nochmal die Möglichkeit heute freiwillig die ganze Sache durchzuziehen, oder wenn nicht, wissen Sie, was keine Drohung ist, sondern eben halt nur eine Weiterleitung, damit er weiß, was das nächste ist. Ohne Unterstützung wollen Sie nicht her. Aber ich sage Ihnen, ich habe nichts, ich kann nicht zahlen. Wenn Sie aber, dann werde ich das aufschreiben. Aber so, ohne was, werde ich nicht wieder richtig kriegen vom Finanzamt, stehen mir 20.000 Euro zu. Wird mir verweigert. So, und Sie wollen mir wegen 100 Euro. Gott, das ist für auch zu weit. Wie gesagt, ich stehe ja unten hier, vielleicht die Stimme meint, ich habe noch nicht. Wie gesagt, ich nehme das gerne auf, wenn ich das hier einfach habe. Sie sind mir und nicht ich zu Ihnen. Ich stelle Ihnen das an. Sie stellen die Sperrung. Das ist doch kein Reisen, einfach fest. Ja, ja, was klar und willig ist, wenn die richterliche Unterschrift im Original sei, bei Faktor so, wie es bei Gesetzgebung vorschreibt. Können Sie den Merkblatt kopieren, steht da drin. Kann er kopieren, kann er natürlich die ganzen paar Orte. Nee, wie gesagt, ich habe schon im Original, das packe ich nach. Ja, und das ist doch, also ich sag mal, wenn das, dann dürfte das überhaupt gehen. Aber ich will ja, hohe Kommissionelles Recht, es gibt eine Norm hier dafür.
Naja, so. Und das soll das Problem auch bleiben, da kommt es bei dir. Also müssen wir alle dagegen gehen, damit das irgendwann mal abgeschafft wird, dass eben halt auch immer alles ordnungsgemäß nach Recht und Gesetz unterschrieben wird. Am Kriegsende wurde sich halt klipp und klar geregelt als Beamtenrecht. Und da gab es früher sowas nicht im alten Deutschen Reich, 1912 oder als das alles eigentlich so war. Da gab es sowas nicht, der Beamte hatte zu unterschreiben, also es war amtlich. Das gab es, aber jeder dem anderen gesagt, das interessiert mich nicht. Vor allen Dingen hat er auch gesagt, er ist Beamter und hat einen Dienstausweis. Also das geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Das ist Rechts. Amtsanmaßung. Der Beamte hat ja auch einen besonderen Status gehabt. Amtsanmaßung ist strafbar. Ja, Sie können gerne Strafanzeige gegen mich stellen, aber ich kann ja heute nicht. Wieso nicht? Weil Sie gedeckt werden von jemandem? Ich kenne niemanden. Nein, Sie können es gar nicht. Naja, wenn Sie keine Gewissensbisse haben, hier sich hinzusetzen und zu sagen, ich bin Beamter und sind das ein Beamter? Meine Ernennungsurkunde zu Hause, da bin ich ganz gewechselt, wie gesagt, das ist kein Problem. Und da steht was Beamter. Wissen Sie, warum dann kein Amtsausweis, warum kein Amtsausweis oder steht das? Keine Ahnung, weil diese Dame, die Beamte, zum Beispiel, diese sind vielfach angestellt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht Gerichtsvertreter wäre, sondern ich würde zum Beispiel beim Amtsgericht oder Staatsanwaltschaft oder das Amt Landgericht immer noch in der mittleren Dienst in der Chefstelle arbeiten, hätte ich auch keinen Beamtenausweis. Wären aber Beamter oder wie wollen Sie? Die sind dann Beamter, ja. Und hat aber keinen Beamtenausweis. Diesen Ausweis habe ich ja nur Dienstausweis als Gerichtsvertreter, damit ich mich bei solchen Sachen ausweisen kann, dass ich auch derjenige bin, der ich mich ausgebe. Das ist eben halt ein Dienstausweis für Gerichtsvertreter. Es wäre möglich, der Amtsausweis draufzuschreiben, oder früher stand das drauf, als noch mal angegangen. Ich mache die Vorschriften nicht, was da drauf ist. Natürlich nicht, sage ich Ihnen vor, dass man aufhört. Ich kann nur das zeigen, was ich habe. Wenn Ihnen das nicht reicht, können Sie gerne. Für Sie ist das ja nur eine Anregung, mal darüber nachzudenken. Strafanzeige gestellt wegen Amtsanmaßung und was es ist. Ja, das ist ja gar nicht wichtig jetzt, weil man ja, wie gesagt, die Strafe wurden das ja nicht verfolgen. Die würden ja das nicht verfolgen. Also wir sagen immer eher auf die Beamtenhaftung gehen, auf die private Haftung, weil man auch kein Beamter ist, haftet man für das, was man tut. Und das ist BGB. Und da gibt es auch sehr hohe Urteile vom Oberlandesgericht, dass da eben Sorgfaltsmaßstab für 839 gilt, dass der Beamte, wenn er sagt, er ist einer, der eben die ganzen Grundlagen kennen muss und eben privat für alles haftet. Und da gibt es eine Demonstrationspflicht, also wenn ich Ihnen zum Beispiel klar sage, dass diese höheren Rechte Ihre brechen, dann müssen Sie das Ihrem Vorgesetzten sagen. Und wenn der Vorgesetzte sagt, machen Sie es, dann dürfen Sie es nicht machen, müssen die Vorgesetzten Bescheid sagen, das Vorgesetzten. Und wenn der sagt, machen Sie es, müssen Sie es tun, außer es ist für Sie immer noch erkennbar, dass die Rechtsgrundlage nicht anwendbar ist. Und da das alles hier eintritt, haften Sie. Alles klar. Und so ist es leider geregelt in den Gesetzen, die gelten, also offensichtlich. Da steht ja jeder das ja. Da hat dann nichts anderes. Würde ich das aufschreiben, was Herr Kottwitz mir erklärt, dass die Zahlung willig ist, aber nur zahlt, wenn ich eine originale Unterschrift vorlegen kann. Genau. Das bringt schon auf den Punkt, ja. Und das war's. Das ist ja inhaltlich richtig. Genau. Und dann ist die Herrschaft, da stehen die Grundlagen der Gesetzesbeschlüsse bzw. der Urteile drin. Und dass ich mich im Haus nicht weiter um Gott und gucken darf. Wenn ich die Unterschrift habe. Da kriegen Sie es ja, brauchen Sie nicht mehr gucken. Sie kriegen ja dann ja Geld. Sie kriegen ja Geld, wenn Sie die originale Unterschrift kriegen. Brauchen Sie nicht mehr gucken. Dann hat sich das doch mit dem Gucken schon erledigt, oder nicht? Ich bin ganz ehrlich, es könnte doch jetzt so einfach sein, dass ich okay, das Fall ist, erledigt der Fall. Macht ja keiner. Das ist so einfach. Also ich kriege ja sagen, ich rede daran, ich sehe mich nicht, das Fall ist kommt. Genau. Macht nur keiner. Das ist verwunderlich. Das wird doch noch länger gehen. Ich würde das machen als Richter. Ich würde sagen, okay, lass ich das alles mit. Ja. Ich sehe das. Was nur Gesetz, nur die Unterschrift oder auch Gesetze? Weil dann wird es ein bisschen kompliziert, weil Gesetze kann ich nicht ändern. Und da war die Frage richtig, darum gehe ich aus. Das ist aber so eine Frage. Das ist aber ja nicht, das ist aber nicht, das ist ja nicht überschrieben. Das ist ja wahrscheinlich ein Problem. Das sind auch Erbensordnungen, ja schon hohe Philosophie. Ich habe original. Wie gesagt, die Knackfrage. Also wenn ich solche Diskussionen hätte, und dann würde ich doch sagen, Herr Briefen, was heißt das jetzt? Und fertig. Also richtig. Ich habe ja letztens ein Dokument gekriegt im Portal, das war so lustig, da hatte irgendwer was unterschrieben, aber das ist nicht leser was, das wurde mit dem Pflaster überklebt, bevor es ausgefahren war, mit dem Unterschlafen, das gesehen. Da dachte ich, was ist denn das? Da haben die das mit dem Pflaster überklebt, was immer da stand. Das ist bloß noch das Pflaster stand, aber... Und noch irgendwelche Zusätze? So, wenn das alles auch fest, dann sollte das noch reichen, oder? Mit der Unterschrift hat dann jemand der Verantwortung genommen. Also wenn es dann nicht stimmt, der Richter, wenn das unterschreibt, genau. Setzt er dann ja... Ich habe geschrieben, dass die originale Unterschrift nicht vorgelegt wird. Darum ging es doch eigentlich. Genau. Ich bin da immer von den Gesetz.
Es gibt da zum Beispiel einmal natürlich eine Zitatesammlung von Richtern. Also es sind dann, glaube ich, so 40 Seiten, die wir da gesammelt haben, nachdem die Richter nicht mehr Richter sind. Und wenn Sie dann mal lesen, was die dann in der Deutschen Richterzeitung sagen über das System, also Richter selber nach 20, 30 Jahren Berufserfahrung, wenn man das liest, dann hat man keine Fragen mehr. Aber die wissen es ja, die stecken so tief im System, dass wir alles kennen. Warum setzt sich denn ein Richter AD für die Einhaltung des Zivilgesetzbundes ein, wenn es niemand macht? Ja. Gut, Gott, jetzt wollen die ganze Geschichte noch schreiben. Na doch, das würde ich sagen. Das ist doch verständlich. Er hat das auch immer sehr verständlich. Sicher, er hat es doch so nicht. Das war das Ding. Wie ist das durch? Ja, und das heißt ja auch, also warum denn nicht so. Dann bestätigt ja auch, dass das stimmt, was da jetzt steht. Genau. Also, Ihren Job verneinigt sich ja wirklich nicht. Ja, also, wie sind Sie jetzt dafür, wie hoch man jetzt kurz hier? Aus Leidenschaft, wenn man sagt, Mensch, das ist mein Traumjob oder wie kommt man da hin? Ich kenne das doch mit Berufen, oder? Das ist doch so, das ist doch ein Berufen, oder? Naja, man muss in der Justiz schon sein und dann muss man auch noch eine andere, also man muss schon Beamter sein. Man kann die ganze Zeit bewerben. 25 Jahre. Ach so, der ist aber irgendwie das eine. So sieht's aus. Und dann macht man nochmal eine Zusatzausbildung. Zwei Jahre. Und dann. Fachschule wahrscheinlich. Der Fahrzeugstreckung ist recht genau, so sieht's aus. Und dann muss man. Oder bin ich dann gesagt, dass ich gerade bin? Das ist doch klar, aber. Hätte eigentlich der Rücken nur schreiben sollen. Bei vorgelesen, zur Durchsicht vorgelegt und genehmigt. Ganz unten, wo ich immer stehen hätte. Ja, gut, hat es auch nicht geschrieben. Ich weiß auch nicht, was ich da noch dazwischen schreibe. Das hat er ja durchgekriegt. Ich hab's nicht durchgekriegt, das hat mir gefallen. Okay. Da konnte es. Ich habe nicht davon, wie ihr auch gegen die Pfanne fahren, was dazwischen zu schreiben oder sonst war, und das ist ja völlig dran. Warum? Sie wissen doch, dass man mich schon vor dem Recht geführt hat, wegen Meinheit, weil ich kann sehr gut das Schreiben eingehen habe. Und dann nehmen wir ja schon die Qualifikationsstadt angegeben. Gut. Wir sind trotzdem noch. Ich will gute Berichtung. Naja, ich weiß nicht, wie sagt man das? Ich überlege jetzt einfach einen Tag reicht. Ja, wie sagt er das? Also, wir sehen uns definitiv wieder. Das nur mal nebenbei jetzt. Ja, wir werden das beobachten lassen. Alles, bin ich mal völlig sicher. Ja, ist ja sehr interessant, ja. Aber wenn da eine Unterschrift da ist, dann ist ja alles. Alles okay. Das wäre einfach. Ja, ja. Und alles andere wäre dann sicherlich schön wieder in die Richtung gehen, dass es irgendwo nicht. Rechtens läuft. Mhm. Trotzdem schön, da auch noch. Okay, tschüss.